von dir. Ich weiß es ja lange schon, du gehörst zu mir. Mein Herz an dein Herz und schlägt es ganz genau wie deins und sagt mit jedem Satz nur eins: Ich lieb dich. Wenn es ein Glück ist, bist du es für mich, weil ich Thank you.
Fräulein Anni! Fräulein Anni! Psst! Da ist Kundschaft! Ruhe, komm mal her! Ach, Willi, lauf du hin! Der Herr darf mich nicht sehen! Auf keinen Fall! Nanu! Moin! Morgen! Eine Kanne Öl! Moment! Beim Rechtsanwalt. Gestriger Abend gut bekommen, ja? Bist ja ein originelles Kind. Olli, der Vertreter der Audag ist gerade da. Moin. Ja? Ich will einen Wagen kaufen. Ich mache eine kleine Probefahrt. Wie? Ob du mitkommst? Aber natürlich. Die Jungfernfahrt. Ich weiß nicht, hier. Aber komm schnell, ja? Sie haben da nichts dagegen, wenn ich eine nette kleine junge Dame mitnehme, ja? Von einem ganzen Gegenteil. Und Diskussion. Ja. Ehrensache. Aber bitte, behalten Sie doch Platz. Zigarren, Zigaretten, bitte bedienen sich. Streichhölzer sind auch da. Ich muss mich ein bisschen hübsch machen. Bin gleich wieder da. Guten Morgen, Frau Doktor. Ah, Fräulein Olli. Es ging aber schnell. Da können Sie ja gleich losfahren. Losfahren? Ja, natürlich, sind Sie doch eben mit dem Herrn Doktor verabredet. Ich? Na, jetzt machen wir die Jungfernfahrt. Was höre ich da von einer Jungfernfahrt? Und von einem Fräulein Olli? Was? Wie? Ich? Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig geworden? Sie haben sich doch eben mit Fräulein Olli verabredet. Was, das rauskommen? Ja, aber Herr Doktor... Ach, aus! Ich bin sprachlos. Ich zitter am ganzen Körper. Diese Skrupellosigkeit der Agenten ist nämlich ein Autoagent. Das Kleid hast du an, Frieda. Bild schön siehst du aus. Wie immer. Vinzenz. Ja, Feuerich. Um 6:30 Uhr kommt der Anschlusszug aus Breslau. Fahren Sie zum Bahnhof und holen Sie die junge Comtesse von Haubenkegel ab. Wie war der Name? Vinzenz, Sie altes Kamel. Sie sind nun schon seit 100 Jahren in meinen Diensten und kennen nicht einmal mehr den Namen Haubenkegel. Erinnern Sie sich denn nicht an den feschen Haubenkegel? Der mich doch einmal so sehr geliebt hat. Dann hat er meine Cousine geheiratet. Jetzt sind sie beide tot. Aber das Kind von ihnen, das kommt heute an. Na, das ist doch so einfach. Ja,
Ich kenne Sie aber ja nicht. Ich auch nicht. Aber Sie werden sie trotzdem abholen. Jawohl, Frau Gräfin. Halt! Kommen Sie mal her. Na, pirschen Sie sich doch näher heran. Ich kann doch meine Familienverhältnisse nicht so hinausbrüllen. Das ist nicht echt. Imitation. Die Echten, die sind... Vinzenz. Ich bin Ihnen und den anderen seit Monaten das Gehalt schuldig. Aber Frau Gräfin... Wenn Sie mir jetzt sagen, dass Ihnen das nichts macht, ach Gott, dann hau ich die Reine runter. Komm her, Liebling. Wenn ich euch nämlich entlassen hätte, dann hättet ihr auch nichts gehabt. Aber ihr bekommt euer Geld von mir. Sagen Sie das auch den anderen. Ich verkaufe mein Schloss. Frau Gräfin. Es geht nicht anders. Es muss sein. Aber die kleine Comtesse, die Haubenkegel. Haubenkegel. Die hat Geld. Und wenn sie die Bude hier kauft, dann bleibt sie wenigstens in der Familie. Jawohl, Frau Gräfin. Sie können gehen. Ach, Verzeihung, wie? Haubenkegel! Jawohl. Schafskopf. Wo ist das Schloss? Tja, das ist entzwei. So viel Geld wird doch wohl noch da sein, um ein neues Schloss zu besorgen. Jawohl, Frau Gräfin. Na also! Johann, ich bin Ihnen seit 2 Monaten Ihren Lohn schuldig. Das sage ich Ihnen. Wenn Sie bis heute Abend nicht ein neues Schloss besorgt haben, bleibe ich Ihnen noch einen 3. Monat schuldig. Ein Weinkeller ohne Schloss ist ein Verbrechen. Piesporter Tröpfchen. Das ist er. 1891. Das waren noch Zeiten. Oh. Vergessen Sie nicht, das Schloss zu besorgen. Schlosserei, Autoreparatur, Schierke. Hier spricht Schloss Pegersfelde. Haben Sie Vorhängeschlösser? Ja, in jeder Größe und Preislage. Können Sie heute noch eine Auswahl hier schicken? Was schicken? Es ist dringend. Sonst hätte ich mir sie in der Stadt selbst besorgt. Ein Vorhängeschloss? Na, ich muss ja sagen, ich habe schon größere Aufträge gehabt. Ja. Na ja, weil Sie sind, werde ich mal meinen Lehrjungen rüberschicken mit einer prima Kollektion. Ja, ganz gut. Willi! Willi! Willi habe ich in die Stadt geschickt. Was ist denn los? So ist richtig. Was machen wir denn nun? Eben hat Schloss Petersfelde angerufen.
der erste Auftrag, mit dem Sie uns beehren. Großer Auftrag? Ja, großer Auftrag. Vorhängeschloss, der Eilboden. Dann ist der lause Junge nicht da. Das Rad hat er womöglich auch mitgenommen. Ja, das hilft nichts. Werde ich selber hinlaufen. Übrigens, das ist ja großartig, mal geschäftliche Beziehungen mit den Grafens da anzuknüpfen. Da hast du aber auch recht, weißt du, ja. Dann mach dich mal ein bisschen zurecht, ein bisschen proper, nicht? Aber ich laufe doch nicht in dem Ansatz dahin. Du weißt, zieh da das gute Kleid an, was da die Tante aus Berlin geschickt hat, nicht? Das ist richtig. Damit du so Eindruck auf die Leute machst. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück A1, A60. Ein handgearbeitetes Meisterschloss. Na, 1,45 Mark. Auch noch sehr billig. So, und die anderen, die brauchen wir nicht. Also hier, die kosten 60 Pfennige und das große hier 1,45. Mhm. So. Und Kind, nicht vorlaut sein. Nein, nein, nein. Bloß antworten, wenn ich gefragt werde. Wollen, dass auf Schloss Petersfelde erwartet wird? Ja. Bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich das Fräulein nicht pünktlich abholen konnte. Aber ich wusste doch nicht, dass... Oh, bitte, das macht das gar nichts. Das große Gepäck kommt wohl nach. Was denn für ein Gepäck? Ich komme doch wegen des Schlosses. Hier ist alles drin. Ich weiß, Frau Gräfin hat mich ja eingeweiht. Eingeweiht? Wegen eines lumpigen Schlosses? Sahen Sie das nicht? Für uns bedeutet das sehr viel. Darf ich bitten, einzusteigen? Ein bisschen groß.
Eigentlich fahre ich ja viel lieber Auto. Da wollen Sie fahren? Morgen, wann Sie wollen, wohin Sie wollen. Ja. Du, ich glaube, die hat den Kaufpreis für unser Schloss in Gold mitgebracht. Heb mal. Also, wann darf ich Sie abholen? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Aber diese Erklärung ist doch gar nicht notwendig. Frau Gräfin? Nein, lass jetzt dieses Frau Gräfin. Wenn wir uns auch noch nie gesehen haben, so gehören wir doch zusammen. Wie heißt du mit Vornamen? Anni. Anni? Nein, Anna. Nein, Anni, das klingt ein bisschen leichtsinnig. Ganz beliebt. Ich sage Anna zu dir und du nennst mich Tante. Bitte sehr. Aber kann ich denn das Schloss nicht... Nicht jetzt. Nicht jetzt. Erst wirst du baden und dich umziehen, dann werden wir zusammen essen und dann wirst du dich ordentlich einmal ausschlafen. Und morgen reden wir wegen des Schlosses. Johann, bringen Sie diese junge Dame auf ihr Zimmer. Und das Schloss? Warum denn diese Eile? Morgen. Morgen. Entschuldigen Sie, die Frau Gräfin hat wahrscheinlich, die ist ein bisschen, Wie man es nimmt. Die hat einen Verwandtschaftstrille. Sagt sie zu Ihnen auch manchmal sowas? Zu mir sagt sie mein Sohn. Beruhigt mich. Also, wollen Sie mir jetzt nicht wenigstens einen Koffer abnehmen? Nee, wollen wir gar nicht erst einführen. Aber haben Sie sich die Schuhe abgeputzt? Ja, na dann mal los, da geht's die Treppe rauf. Die Komtesse erwartet Sie. Familie bleibt. Tja, da weiß ich allerdings nicht, ob ich ein so wertvolles bei mir habe. Was? Sie haben das Schloss? Mehrere. Mehrere? Verzeihung, Sie sind doch die Kopie. Tochter, meine Cousine. Das hat Ihnen die Alte eingeredet, was? Sprechen wir nicht mehr davon. Das macht die mit allen. Kommt lieber auf unser Schloss zurück. Ich meine, ein Schloss an sich ist ja kein Wertgegenstand. Aber für uns war es doch ein ehrenvoller Auftrag. Sehen Sie mal, diese kleinen Patentschlösser sind sehr billig, kosten 40 Pfennig. Das dagegen kostet 1,60, ist natürlich viel bessere Verarbeitung, Handarbeit. Sie haben aber auch was von. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Anni Schirke. Ich bin die Tochter von der Schlosserei und Reparaturwerkstatt Schirke. Bei uns wurde ein Schloss bestellt. Na ja, ich komme hier hin und sage, ich komme wegen des Schlosses. Sagt die Alte mir, ich soll sie Tante nennen und erst mal baden. Das alles erklären.
Ich bin die Comtesse Haubenkegel. Und ich komme auch wegen eines Schlosses. Sie kommen auch wegen eines Schlosses? Ja, aber wegen dieses Schlosses. Du könntest aber wirklich schon wieder zurück sein. Na, vielleicht, Herr Kochen. Was ihn? Wer ist ihn? Na, Meister, haben Sie das denn noch nicht bemerkt, dass die Annie einen im Kopf hat? Ach, du kriegst gleich für eine von mir einen Kopf. Dann ist sie wahrscheinlich auf dem Schloss zum Souper eingeladen. Als Ihre Gesellschafterin habe ich die beste Gelegenheit, das Schloss und seine Verhältnisse wirklich kennenzulernen. Die Schuhe passen auch. Ich glaube, ich werde eine vorbildliche Comtesse abgeben. Aber was werden die bei mir zu Hause sagen? Ich habe ja keinen Appetit. Wo bleibt denn das Mädel nur bloß? Liebe Tante, darf ich dir meine Gesellschafterin vorstellen? Treten Sie näher. Ein bisschen jung. Wie heißen Sie? Möller. Möller? Sie können trotzdem mit uns essen. Langsam kommt mir die Sache ja auch verdächtig vor. Ich will Ihnen ja keine Bange machen, aber ich habe gelesen, es gibt immer noch Mädchenhändler. Quatsch nicht. Ich hab's gelesen. Von so einem, der über die Landstraße fährt, mit so einem Auto, und wenn der dann so ein einsames Mädchen sieht... Halt die Schnauze. Warum rufen Sie denn nicht mindestens mal im Schloss an? Das ist doch das Einfachste. Und warum sagst du das nur nicht gleich? Dämlicher Bengel. Ja, Sie kommen nicht drauf und ich bin dämlich. Schloss Petersfelde. Er? Tierke? Anni? Nicht, dass ich wüsste. Na, ich werde mal nachfragen. Ja, der hat sich auch nicht gesehen, Willi. Um Gottes Willen. Hallo, was? Ist ja nicht da gewesen? Ja, ja, danke, ja. Ist ja nicht da gewesen. Die Annie ist ja nicht da gewesen. Jetzt muss ich Ihnen was sagen. Heute war einer da und hat Öl gekauft. Und vor dem hat die Annie eine Angst gehabt. Eine Ansage gegeben. Ja, wieso denn? Warum denn? Was? Und der, der hat auch so ausgesehen. Komm, wir gehen gleich auf die Polizei. Ja. Ich warte hier. Schau, ob jemand kommt. Vater wird sich sicher mächtig in... Entschuldigen Sie, ich bin ganz außer Atem. Ich muss nämlich eine Anzeige machen, Herr Ströpke. So. Vater ängstigt sich gar nicht. Er schläft schon. Thank you.
machen Sie denn da? Ich? Ja, Sie. Was geht Sie das an? Sie sind aber komisch. Wie kommen Sie überhaupt hier herein? Ich wohne hier. Ach. Ich habe Sie aber hier noch nie gesehen. Ich Sie auch nicht. Na, dann werde ich ja hoffentlich noch das Vergnügen haben. Hoffentlich. Nicht schlecht. Guten Morgen, liebe Tante. Guten Morgen. Ja, du bist auch ein ziemlich missratenes Gewächs. Ausgerichtet. Wenn eine zwar entfernte, aber sehr liebliche Cousine hier ankommt, dann bleibst du in der Stadt. Die kleine, zarte, schlanke, das ist die Haubenkegel? Ja, die das Schloss kaufen will. Woher kennst du sie schon? Eben im Garten gesehen und gesprochen. Bravo! Gefällt sie dir? Ausgezeichnet. Bravo! Dann bleibt das Schloss in der Familie. Wieso? Du wirst sie heiraten. Aber ich... Kein Aber! Sei froh, dass du eine Frau bekommst, die dir gefällt. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Guten Morgen, liebe Tante. Guten Morgen, mein Liebling. Sie ist wirklich reizend, nicht wahr? Wer? Meine Cousine. Das ist meine Cousine? Ich meine ja eine ganz andere. Allmächtiger. Die Möller vielleicht. Mein Vetter Egon, deine Cousine Anna. Ich bin entzückt. So spät entzückt. Was hat denn diese Möller schon in der Früh im Garten zu suchen? Also los, Kaffee trinken. Verflucht und zugenäht. Was sind denn das da für Kolumbus-Manieren? Guten Morgen. Ich möchte um etwas mehr Pünktlichkeit bitten, Fräulein Möller. Darf ich bitten, Fräulein Möller? Na, ist das Geschäft mit Rechtsanwalt Streitmann perfekt? Ah, das hat Zeit. Ich habe jetzt eine viel größere Sache. Eine ganz große Sache. Kennen Sie Schloss Petersfelde? Petersfelde? Ach, das ist das bei Bunzingen? Ganz recht. Das große Schloss mit dem großen Park. Da wohnen sogar Leute darin. Und da habe ich Beziehungen angeknüpft. Beziehungen? Weizende Beziehungen. Aber das geht's ja gar nicht lang. Nein, das interessiert mich auch nicht. Also reden Sie erstmal vom Geschäft. Ganz recht. Also ich hole jetzt die junge Dame ab. Helmich, Sie reden heute etwas wirr. Welche junge Dame? Na, die vom Schloss. Die Comtesse, die Baroness, die Prinzessin, was weiß ich. Na, jedenfalls ist sie bezaubernd. Mensch, reden Sie um Gottes Willen vom Geschäft. Na, und dann kommen wir hierher. Und dann wird sie sich einen Wagen aussuchen. Und dann geht's los. Was geht los? Na, das Geschäft. Aha. Dieses entzückende Geschöpf fährt nämlich noch in der Equipage. In der Equipage? Ja. Mit Pferden. Mit Pferden. Ja. Oh. Na und? Ich werde Sie davon überzeugen, dass eine 100 PS Luxuslimousine das einzig mögliche Verkehrsmittel ist, auch für den allerältesten Adel. Flasche Brand von Haubenkegel, genannt der Kinderreiche. Der Stammvater eurer Linie, der Nebenlinie. Und jetzt kommen wir zur Hauptlinie. Wir haben Bahnhof. Das ist der erste Reichsgraf unserer Linie. Und das ist der zweite Reichsgraf. Wen interessiert das? Und das ist der dritte Reichsgraf. Mich interessiert das nicht. Ich hau ab. Seine beiden Kinder.
Und als nach vielen Stürmen im Jahre 1766 muss Anna weg. Müller, wo ist Anna? Ich weiß es nicht. Dann gehen Sie hin und suchen Sie sie. Ja, zu was sind Sie denn da? Gewiss, Frau Gräfin. Junge, ich sage dir, lass du die Finger von dieser Mann. Leider noch gar nichts sagen, Herr Schierke. Wir haben die ganze Gegend abtelefoniert. Und ich sage Ihnen, das war der, den, wo, vor dem Anni solche Angst gehabt hat. Unmöglich ist ja nicht. Wie sah er denn aus? Da, gucken Sie mal. Ach, das sind die 20 Wagen. Tja, da sind Sie ja ein Autodirektor. Diese Luxuslimousine. Schwingachsen. Radio eingebaut. Können wir damit fahren? Natürlich. Otto. Jawohl. Geht's Ihnen im Wagen? Jawohl, Herr Helwig. Betriebsfertig? Jawohl. Gut. Darf ich bitten? Dankeschön. Einen Augenblick. Also, Herr Benzig, ja? Ich mache jetzt die Probefahrt mit der jungen Dame. Na ja, dann müssen Sie losfahren. Ich habe aber keinen Betriebsstoff. Müssen Sie tanken? Ich bin ja eben dabei. Also rücken Sie raus. Ach, den Betriebsstoff meinen Sie. Und ich bin die Tankstelle. Jawohl. Verstehe. Moment. Bitte. Was, eine Mark? Ja, zwei Kaffee und ein Stück Kuchen und 10 Pfennig Trinkgeld. Stimmt doch. Dann, wenn Sie noch einen Kuchen essen will? Eine vornehme Kundschaft haben Sie. Bitte. Danke sehr. Moment. Geben Sie mal den Mark raus. Wiedersehen. Bringen Sie mir lieber eine Quittung mit. Also, wo fahren wir hin? Ach, ins Blaue. Ich finde es heute eigentlich überall schön. Wirklich? Mhm. Warum denn gerade heute? Weil so strahlendes Wetter ist. Was macht eigentlich eine junge Dame wie Sie allein auf dem Rummelplatz? Hm? Man will sich doch auch mal um das Volk mischen. Du kennst doch die Schlosserei Schierke an der Ecke der Hohenhauser Chaussee. Ja, natürlich. Ja, da gibst du mal diesen Brief ab. Ja, schön. Das ist auch ein Groschen. Danke recht sehr. Was? Sie korrespondieren mit einem Schlossermeister? Ja, es ist nur eine Bestellung. Brief abzugeben.
Ja, ist gut. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich fahr mein Glas her, das liegt auf dem Schreibtisch. Lieber Vater, ich fahre einem großen Glück entgegen. Bald hörst du mehr von mir, deine Anni. Jetzt steht die Sache für mich fest. Ja, für mich auch. Los, mit der Polizei. Ja. Mancher überlegt sich's. Ist es längst zu spät, mancher sieht das Glück nicht, wenn's vor ihm steht, mancher aber weiß es auf den ersten Blick, fehlt ein kleines wenig aus und hält das große Glück. Wenn es ein Glück gibt, bist du es für mich, ich hab ja immer ganz genau wie deins und sagt mit jedem Schlag nur eins, ich lieb dich. Wenn es ein Glück gibt, bist du es für mich, weil ich verliebt bin in dich. Genau wie deins und sag mit jedem Schlag nur eins, ich lieb dich. Wenn es ein Glück gibt, bist du es für mich, weil ich verliebt bin, verliebt bin in Wir geben Ihnen Folgendes bekannt. Die Regierung hat beschlossen, jungen Eheleuten unter bestimmten Voraussetzungen ein Ehestandsdarlehen zu gewähren. Das ist immer nett von der Regierung. Das ist sogar reizend. Hm. Wir geben Ihnen mal die genaue Zeit. Mit dem Gongschlag ist es 9 Uhr und 20 Minuten. Um Gottes Willen, jetzt aber rasch nach Haus. Dabei. Wenn ihrer die Wahrheit erfährt, dann kann er sich sehr freuen. Wenn aber mein Georg erfährt, wer ich bin, ist ja alles gleichgültig. Morgen muss ich ihm die Wahrheit sagen. Heute konnte ich es nicht. Heute war es zu schön. Hey.
schon. Hallo? Hallo, wer ist da? Reden Sie doch deutlich, Mensch, ich verstehe ja kein Wort. Wer? Herr Benzig? Moment bitte. Hallo? Ja, ja, morgen, Herr Benzig. Na gut, dass Sie sich endlich melden. Habe nämlich nicht gleich verstanden. Ich, sagen Sie mal, Herr Helwig, wann glauben Sie, beginnt für Sie die Geschäftszeit? Hm? Ich habe gestern noch bis spät in die Nacht hinein gearbeitet, ja. So. Na, hoffentlich haben Sie auch Geschäfte gemacht, was? Kommen Sie mal sofort hierher, ja? Ich komme sofort, ja. Sie warten hier, bis ich wiederkomme. Morgen, Herr Benzig. Morgen, Herr Helwig. War es schön gestern? Was heißt schön? Wundervoll. Märchenhaft. Gut. Für Sie ist Märchen, aber für mich die Wirklichkeit. Wo ist denn der Auftrag? Was ist denn für ein Auftrag? Na, der Auftrag von der Kleinen. Also ich bitte, Herr Benzig, das ist keine Kleine, das ist eine junge Dame. Na schön. Wo ist der Auftrag von der jungen Dame, von der Kleinen? Ja, also die wollte noch persönlich Rücksprache. Ja, Herr Helwig, ich sehe ganz genau, worauf das hinausläuft. Und jetzt werden wir mal eine persönliche Aussprache haben, Herr bitte. Helwig. Bitte. Sie haben nichts verkauft. Erst dieser Reinfall mit dem Rechtsanwalt Streitmann und dann diese Katastrophe. Sie haben nichts verkauft. Sie wollen immer nur poussieren und sich Spesen machen. Herr Helwig, ich verzichte auf Ihre weiteren Dienste. Gleichfalls. Bitte, bitte. Ganz meinerseits. Ich war ja einig. Also lehnen Sie sich nicht mehr an meinen Wagen. Verzeihung. Guten Tag, Herr. Wie war dein Name? Helwig. Ist gut. Tag, Herr Benzig. Gehen Sie in die Garage und geben Sie Ihre Papiere ab. Gekündigt. Na nu. Ich gehe. Da haben Sie die Wagenpapiere. Schauen Sie nach, ob alles in Ordnung ist. Aber Herr Helwig. Na los, los. Schauen Sie nach. Guten Tag. Kann ich den Chef sprechen? Bitte sehr, einen Augenblick bitte. Herr Direktor. Ja, was ist denn? Hey, was? Ach, Sie sind da, verzeihen Sie, Sie werden verlangt. Ja? Gehen Sie weg, gehen Sie weg, gehen Sie weg. Womit kann ich dienen, meine Gnädigste? Ich möchte den Chef sprechen. Dann darf ich doch mehr suchen. Bitte. Wo ist der Chef? Gestatten Sie, der Chef bin ich. Und Georg Helwig? Herr Helwig ist mein Angestellter. Das ist ja was? Mein Angestellter? Das ist ja... Wundervoll, ist das ja. Ja, darüber könnte man geteilter Meinung sein. Ich habe ihn eben rausgeschmissen. Was? Diesen tüchtigen Menschen haben Sie entlassen? Ja, auch darüber könnte man geteilter. Ich habe nämlich eben einen Brief, verzeihen Sie, bekommen von, ja, das ist er, von einem gewissen Rechtsanwalt Streitmann, der sich sogar über ihn beschwert. Merkwürdig. Ich hatte nie die Absicht, mir einen Wagen zu kaufen. Aber Herr Helwig, dieser reizende, dieser tüchtige, dieser begabte Mensch hat mich doch derartig eingewickelt. Schade. Ich hätte den Wagen gekauft, aber nur durch Herrn Helwig. Nur durch... Moment. So. Das ist das Journal. Und das sind die Beschreibungen. Danke. Herr Helwig, hören Sie mal zu. Ich habe mir die Sache überlegt. Sie können wieder reinkommen. Bleiben Sie, ja? Ich habe mir es auch überlegt. Ja? Ich gehe. Aber nicht doch, Herr Helwig. Schauen Sie, machen Sie doch keinen Unsinn. Ich meine, man kann doch machen, kann man... Ich gehe! Oh. Hey, mach. Na, 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 na. Leider vergeblich. Es ist nicht mit ihm zu reden. Wo ist er hin? Er ist auf dem Hof in der Garage. Ah, ich spreche mit ihm. Vielleicht kann ich Ihnen den Weg zeigen. Danke, Sie bleiben. Bitte.
Papiere, bitte. Zunächst protestiere ich gegen meine Festnahme. Was soll ich denn verbrochen haben? Haben Sie die Papiere oder nicht? Nein. Aha. Die sind bei Herrn Benzig abgegeben. Wenn Sie bei der Auto anrufen wollen, dann werden Sie gleich wissen, wer ich bin. Stellen Sie Verbindung her. Ja, rufen Sie mal an, Herr Wachmann. Ich meine, rufen Sie mal an. Audak, bitte? Polizeirevier? Warum? Was? Ja, natürlich, hier ist Benzig, persönlich, ja. Was, wen haben Sie festgenommen? Helwig? Ja, warum? Ach, er hat keine Papiere. Ja, die hat, was? Na, wie? Na ja, ich lasse ihn im Moment rumschicken, nicht wahr? Na ja, also bitte schön, wenn Sie wollen, ja, dann komme ich persönlich und bringe Sie gleich mit. Ja, bitte. Also zu, dass Sie gestern mit dem jungen Mädchen im Auto gefahren sind. Natürlich, das habe ich ja gar nicht bestritten. Aha, aha, dann haben Sie auch das Mädchen entführt. Also ich verbitte mir Ihre Bemerkungen. Wer sieht sie denn überhaupt? Also Ruhe. Wo haben Sie das Mädchen hingebracht? Jetzt mal aber die Geduld. Sie haben meine Tochter nach Hause gebracht? Ihre Tochter? Das war Ihre Tochter? Ja. Verzeihung, Herr Graf. Was? Ich habe die Komtesse im Schloss abgeliefert. Was reden Sie denn da von Schloss und von Komtesse und von Grafen, Sie Hoftafler, Sie? Ich bin der Schlossermeister Schirke und das Mädel ist meine Tochter, die Anna Schirke, damit Sie es wissen, Herr. Anna Schirke? Herr Schirke, das ist ja ein ganz großes Glück, Herr Schirke. Ob es ein Glück ist oder nicht, entscheidet die Behörde. Mein Name ist Benzig, was ist los? Haben Sie die Ausweispapiere? Ja, Moment. Bitte hier. Kennen Sie diesen Herrn? Ja, das ist mein Vertreter Helwig. Also Herr Benzig, Sie können doch bezeugen, dass ich gestern mit einer jungen Dame bei Ihnen im Geschäft war. Ja, das stimmt. Nun, die soll ich entführt haben. Das ist doch ganz großer Quatsch. Die Dame war doch eben bei mir. Was ist bei Ihnen? Moment, ich bin sozusagen der Vater. Ja, warum erzählen Sie mir das? Können Sie auch im Standesamt erzählen? Hier ist das Polizei, ja? Was ist denn los? Ja, also wenn Sie es wissen, ist die Sache ja erledigt. Nein, das soll lange nicht erledigt. Das interessiert mich außerordentlich. Ja, eben, Moment, Augenblick mal, ja? Ja? Sagen Sie mal, ich denke, Sie sind mit der Dame weggefahren. Ich habe sie doch gar nicht mehr gesehen. Ja, und wo ist der Wagen? Habe ich in der Garage abgeliefert. Dann ist er gestohlen. Herr Wachmeister, der Wagen ist gestohlen. Ja, und meine Tochter, das Sie mischen sich doch nicht in meine Angelegenheit. Ich kümmere mich ja auch nicht darum, was Sie hier wollen. Ja. Herr Wachmeister, der Wagen ist gestohlen. Welche Nummer? 1A7777. Ich will was Wasser holen. Mach ich.
Kommen Sie mal raus da. Ich will bloß sehen, ob die Nummer stimmt. Die stimmt. Stimmt? Kommen Sie mal mit. Ja, müssen Sie sich einen Augenblick gedulden. Ach, mein liebes Kind, was hat denn dieses ewige Misstrauen? Wir kennen uns doch nur schon 7 lange Jahre. Du weißt doch, dass ich immer nur... Verdrehen wir nicht davon. Jedenfalls danke ich dir für deinen lieben Besuch. Wenn du kommst, bin ich wie immer entzückt. Herr Rechtsanwalt? Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin die Vertreterin der AUDAC. So. Ja, ich möchte Ihnen gern unsere neueste Type vorführen. Sehr freut. Würden Sie sich mir für eine kleine Probefahrt anvertrauen? Es kommt alles so überraschend. Ja, aber ich habe das bestimmte Gefühl, dass Ihnen frische Luft außerordentlich gut tun würde. Ja, ja, heute besonders. Ja. Ganz gewiss. Ja. Hallo? Ist doch die AUDAC. Ihr Wagen ist in der Einfahrt von Bunzingen sichergestellt worden. Danke. Der Wagen ist gefunden worden. Danke. Na, da war mal auf unser beider Wohl. Anstoßen. Moment, erst das Geschäft. Die Adresse habe ich, die Telefonnummer bitte. Ja, muss denn das sein? Das muss sein, unbedingt. Ja, also 1223. 1223. 100 PS, 12.000 Mach. Wollen Sie das in 6 oder 12 Monatsraten abstottern? Ja, legen Sie erstmal die Feder weg. Das muss ich mir mal überlegen. Wollen wir uns nicht erst ein bisschen unterhalten? Gut. Aber Sie müssen mich einen Moment entschuldigen. Ja, bitte zwei. Frau Dr. Streitmann, wenn Sie Ihren Mann im Flagranti erwischen wollen, so kommen Sie sofort in den Ratskeller. Junge, ich sage dir, wenn ich dich noch ein einziges Mal mit dieser Mörder erwische, oh Gott, dann hau ich dir einen runter, dass dir Hören und Sehen vergeht. Bei allem schuldigen Respekt, liebe Tante, wenn ich überhaupt heirate, na? Dann nur die Möller und nicht die Comtesse. Egon! Rebell! Ein Telegramm für Comtesse. Bist du verrückt? Nein, 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 die Möller ist nämlich die Comtesse. Was? Ja. Was, die Möller ist? Ja. Möller! Herkommen! Das sag mal, Junge, bist du wahnsinnig? Nein, nein, es ist nämlich wirklich so. Sie wollte nämlich das Schloss nicht im Sack kaufen. Himmel, Donnerwetter! So wie du hat dich zwar noch kein Mensch gefoppt, aber unter der Voraussetzung, dass du das Schloss kaufst, komm in meine Arme! Ach,
habe ich dich endlich erwischt. Verzeihung, gnädige Frau. Hier liegt wohl eine Verleumdung vor. Ich bin hier rein geschäftlich. Rein geschäftlich? Ich habe Herrn Rechtsanwalt soeben einen Wagen verkauft. Es fehlt nur noch die Unterschrift. Nicht wahr? Ja. Bitte unterschreiben Sie. Ja, das muss man ja. So. Das wäre nun alles. Ja, das alles. Jedenfalls hat es mich sehr gefreut, Sie kennengelernt zu haben, gnädige Frau. Ja, mich auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja. Dass du mir auch jede Freude verderben musst. Ich hatte mir das so schön gedacht. Na, sprechen wir nicht davon. Komm her, setz dich. Over. Bringen Sie mir einen großen Kirsch. Du machst ja doch nicht den Alkohol, was? Jetzt haben wir also einen Wagen. Riesen etwas, nicht? Ich komme von der Firma Audac und hole den gestohlenen Wagen. Welche Nummer? 277. Stimmt. Was heißt stimmt? Stimmt überhaupt nicht. Das ist ja eine Limousine. Ich will mein Luxus-Cabriolet wieder haben. Erlauben Sie mal. Der Wagen hat die Nummer 277. Nicht, was heißt Nummer? Nummer kann jeder haben. Das ist eine ganz alte, klapprige Limousine da draußen. Ich will mein Luxus-Cabriolet wieder haben. Ja. Helwig, da ist er. Kommen Sie. Ja, ich habe kein Auto. Was? Ja, wir haben nur Pferde. In der heutigen Zeit? Also das Erste, was angeschafft werden muss, ist ein anständiges Auto. Sehr richtig. Das Erste, was angeschafft werden muss, ist ein Auto. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle? Ich bin die Vertreterin der Audac. Hallo, hallo, da ist der Wagen. Da ist er ja. Na, wo der Wagen ist, kann der Fahrer nicht weit sein. In diesem Sinne empfehle ich Ihnen unser neuestes Sportcabriolet. Rassig, schnittig, sparsam im Verbrauch. Bitte drehen Sie sich um. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben. Bitte? Ja, allein, den Auftrag sollst du haben. Nee, aber nun lassen Sie mich doch schon hier rein zum Donnerwetter nochmal. Ich habe doch hier was zu suchen. Och, guten Tag, Fräulein. Sagen Sie, habe ich nicht vorhin Ihren Vater kennengelernt? Woher war das gar nicht Ihr Vater, ne? Ne, das ist ja auch ganz unwichtig. Ich suche nämlich den Mann, der mit meinem Wagen hierher gefahren ist. Warum? Na, weil der vermutlich meinen Wagen gestohlen hat. Sie irren, Ihr Wagen. Wieso? Ich habe nämlich den Wagen verkauft. Was, Sie verkaufen meine Wagen? Ich denke, Herr Hellwig sei mein Verkäufer. Ich habe den Wagen für Herrn Hellwig verkauft. Was, Sie haben für Herrn Hellwig mein Auto verkauft? Ja, für und mit Herrn Hellwig. Das ist ja großartig. Ja. Hier, Sie arbeiten zusammen, beide Hand in Hand? Ja. Ja, das ändert ja die Sachlage von Grund auf. Bitte einen Moment, wollen Sie sich einen Moment gedulden? Ja, Herr Hellwig! Kommen Sie mal her. Ja? Das Mädel kann ich Ihnen ganz groß empfehlen. Na, wissen Sie überhaupt, die ist goldrichtig. Das habe ich doch immer gewusst. Ach, du hast gar nichts gewusst. Na, also ob er es nun gewusst hat oder ob er es nicht gewusst hat, geben Sie mal einen Vertrag. Bitte. Ja. Wir fahren mich jetzt zu meinem Vater. Ja, lassen Sie sich gar nicht aufhalten, ja? Komm. Einen schönen Gruß an den alten Herrn, unbekannterweise, nicht? Na. Wissen Sie das Neueste? Das Mädchen hat den Wagen zweimal verkauft. Sie interessiert Sie wohl nicht, nein? Verzeihung, guten Tag.